Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder an dieser wunderschönen SB-Box in Senftenberg. Und wir haben hier unseren Stammplatz Nummer 4. Hat gerade richtig geregnet, also richtig heftig. Aber ich habe gedacht, jetzt reißen wir die Wolken auf. Jetzt machen wir noch ein kleines Update-Video. Denn in diesem Regenschauer ist mir eins aufgefallen. Und zwar, wir schauen uns nochmal die Art der Scheinprodukte an. Und das hatten wir auch im Vergleich mit dem Fireball Pirouette und dem Synthetic Spraywax. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die hier performen nach 5 Wochen und 1200 Kilometern. Bin ein bisschen mit dem Fahrzeug auch unterwegs gewesen. Also auch gut Schmutz wieder drauf. Auch auf der Front gucken wir uns in einem der nächsten Videos an. Heute mal das finale Update. Wie geht es den Produkten denn so? Im ersten Update habt ihr ja schon gesehen, ja, da gab es schon den einen oder anderen Zusammenbruch. Aber wir gucken mal, wie es heute ausschaut. Los geht's. So, und ihr habt ja noch die kleinen Reste von dem kurzen Regenschauer, der hier drauf gefallen ist. Und wir sehen ganz klar von den Tropfen, man kann hier noch, und das ist jetzt völlig natürlich, was hier drauf gefallen ist, man kann noch so ein paar Sachen erkennen. Also hier sehen wir noch so ein richtig schönes Feld, auch hier unten nochmal. Wir sprühen jetzt einfach mal drüber. Es ist nicht gewaschen. Es ist komplett hier Staub drauf. Aber ihr seht hier, die Stellen sind trotzdem noch ganz gut sauber. Wir haben hier so ein bisschen, ja, organische Rückstände, bisschen Fliegen drauf, auch auf der Front vorn. Aber man sieht ja schon ganz klar, von der Tropfenform gibt es da schon ein paar Unterschiede. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und dazu nehme ich mir einfach mal hier ein bisschen Klarspülprogramm. Heute ist ja aktuell keine Sonne, keine Wasserflecken zu erwarten. Gucken wir uns das mal an. Ja, wenn euer Langzeitgedächtnis noch funktioniert, dann wisst ihr, dass wir hier 5 verschiedene Produkte im Test hatten. Auf der ganz linken Seite, also ganz hinten jetzt von der Position aus gesehen, war das Graphene-Produkt. Dann kam Synthetic Spraywax. Das ist jetzt hier das erste große Doppelviereck, was ihr seht auf der linken Seite. In der Mitte Fireball, dann das Bio-Nano und rechts das Clean Seal. Und da seht ihr ganz deutlich hier jetzt in der Mitte des Bildes Synthetic Spraywax perlt noch extrem gut. Fireball oben ist ein bisschen zurückgekommen wieder. Aber wir sehen auch deutlich, das Bio-Nano hat ein bisschen abgebaut, aber ist eigentlich gar nicht so schlecht, hält sich eigentlich wacker hier durch, auch nach dem Belastungstest, den wir im letzten Video hatten. Auch das Graphene kann wieder so ein bisschen raushuschen, wie ihr seht, aber insgesamt vom hydrophoben Verhalten her, ich glaube, geht hier der Sieg immer noch an das Synthetic Spraywax. Und ja, Fireball im unteren Bereich und das Bio-Nano halten sich so ein bisschen am selben Leistungspunkt fest, wenn ich jetzt genau nochmal hinschaue. Ja, also das können wir eigentlich so lassen. Und damit, ja, der Sieg geht weiterhin an das Synthetic Spraywax. Also ich glaube, man kann ganz gut erkennen, welche Produkte hier deutlich durchgehalten haben. Und ich habe es ja gerade aus der Off-Stimme schon mit beschrieben. Also ganz, ganz klares Bild. Ich werde heute hier an diesem Tag den Test auch beenden, weil es ging ja vorrangig hier um die Graphene-Produkte. Und da hat sich für mich eins hier in dem Vergleich durchgesetzt. Eins ist komplett eingebrochen, ist aber auch nicht, hier, das hier drüben, ist aber auch gar nicht dafür gedacht. Das habe ich auch von Anfang an klar gesagt. Also das haben wir einfach mal als direkten Vergleich mit reingenommen. Und da könnt ihr euch jetzt entscheiden, welches Produkt euch zusagt, was ihr genau sucht an Eigenschaften und was ihr von den Produkten erwartet. Und habt jetzt mal hier einen Eindruck von der Leistung. Ja, kleines, kompaktes Video nochmal dazu, einfach um da einen Abschluss zu finden, denn ich werde das jetzt hier entfernen und dann in den nächsten Tagen einen neuen Test für euch starten mit neuen Produkten. Und wenn ihr da Ideen und Wünsche habt, was man hier auf der Motorhaube mal mit vergleichen könnt, auch mit Belastungstests, mit Chemie und so weiter, schreibt es gerne mal unten rein. Gucke ich mir gerne an und versuche das hier in die Themen mit einzubauen. Hab aber schon einen großen Themenplan, also ich versuche immer die Sachen so mit einzubauen, wo es geht, aber manchmal dauert es einen einfach ein bisschen länger. Bis dahin, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke mal, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und wir sehen uns beim nächsten Test, Vergleich, Poliervideo, alles, was dazugehört. Euer Sebastian. Ciao, Leute.